Der babylonische König Belsazar feiert das Sesachfest, während der persische König Cyrus die Stadt einzunehmen versucht. Gott verkündet Belsazar den nahen Untergang. Und so spricht zu Belsazar Daniel, der jüdische Prophet, im Buche Daniel der Heiligen Schrift. Herr König, Gott der Höchste hat deinem Vater Nebukadnezar Königreich, Macht, Ehre und Herrlichkeit gegeben. Und vor solcher Macht, die ihm gegeben war, fürchteten und scheueten sich vor ihm alle Völker, Leute und Zungen. Er tötete, wen er wollte. Er ließ leben, wen er wollte. Er erhöhte, wen er wollte. Er demütigte, wen er wollte. Da sich aber sein Herz erhob und er stolz und hochmütig ward, ward er vom königlichen Stuhl gestoßen und verlor seine Ehre. Und ward verstoßen von den Leuten hinweg. Und sein Herz ward gleich den Tieren und musste bei dem Wild laufen und fraß Gras wie Ochsen, und sein Leib lag unter dem Tau des Himmels und ward nass, bis dass er lernete, dass Gott der Höchste Gewalt hat über der Menschen Königreiche und gibt sie, wem er will. Und du, Belsazar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, ob du wohl solches alles weißt, sondern hast dich wieder den Herrn des Himmels erhoben, und die Gefäße seines Hauses hat man vor dich bringen müssen, und du, deine Weiber und deine Kebsweiber, habt daraus getrunken. Dazu die silbernen, güldenen, ehernen, eisernen, hölzernen, steinernen Götter gelobet, die weder sehen noch hören noch fühlen. Den Gott aber, der deinen Odem und alle deine Wege in seiner Hand hat, hast du nicht geehret. Darum ist von ihm gesandt, diese Hand und diese Schrift, die da verzeichnet steht. Das ist aber die Schrift, allda verzeichnet. Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Und sie bedeutet dies, Mene, das ist, Gott hat dein Königreich gezählet und vollendet. Tekel, das ist, man hat dich in einer Waage gewogen und zu leicht befunden. Peres, das ist, dein Königreich ist zerteilet und den Medern und Persern gegeben. Mit dem Sieg des großmütigen Cyrus über Belsazar endet die babylonische Gefangenschaft der Juden. In den Ghettos des 20. Jahrhunderts harrt das auserwählte Volk der Juden seines Retters. In Verzweiflung und Hoffnung gedenken die Menschen der Geschichte des ungläubigen Königs Belsazar und der Befreiung durch Cyrus.
Zerschmettert Schlag auf Schlag. Yeah.
Thank you.
fest in mein Herz. Mir ist, als seh ich ihn, den Sohn mit Zierde der Männer, des Kindes Pflicht und Liebe mich hoch erhob. Er machte mich zum Glücklichsten der Väter, bis er zu des Tyrannen Wesen starb, als Opfer bösen Neides. Amen.
Gewaltige Eisengatter unterm Wall. Und die sind nachts besonders fest bewahrt. Doch nachts nur kommst du hin. Gesetzt den Fall, man käme durch, wir könnten in der Tat dort leicht die Stadt betreten. Und du sagst, sie feiern heute da drin das Sesachfest. Alle Babylonier sind diese Nacht berauscht vom Wein und in den Pflichten lässig. Oh ja, denn so verlangt die Religion zu diesem Anlass. Schau an das wüste Menschentier, o mäßig in meiner Gier, o mäßig, o mäßig in gemeiner Gier. Schau an das wüste Menschentier, das wüste Menschentier. Schau an das wüste Tier, das wüste Menschentier. Oh, mäßig, oh, mäßig, oh, mäßig, oh, mäßig in gemeiner Gier. Oh, mäßig in gemeiner Gier. Thank you.
selbst wenn hier der König zurückschreit, so sagt es das hier oder wird, so sagt es, sagt es, sagt es, das hier oder wird sein Teil und Gottes ohne Pein, sein Teil und Gottes ohne Pein. Schau an, was wüste Menschen dir, schau an, was wüste Menschen dir, ohne sich in meiner Gier, ohne sich, ohne sich, ohne sich in meiner Gier. Schau an, das wüste Menschentier, das wüste Menschentier, schau an, das wüste Tier, das wüste Menschentier, ohnmäßig, 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 ohnmäßig in gemeiner Gier, ohnmäßig in gemeiner Gier.
Oh.
Freiheit soll
heut wird's die Zeit, und wenn es leid soll, heut wird's die Zeit. Und wenn es leid soll, heut wird's die Zeit. Lass dies ein Fest des Jubels sein, ein goldener Strom, ein Strom, ein Strom von Wein. Ein goldener Strom, ein Strom von Wein, ein Strom von Wein, ein Strom von Wein. Wenn fort, wenn fort, fort, wenn fort der Sorge Zorn, wenn fort der Sorge Zorn, wenn fort ihr Sorgen Zorn.
gemäß. Wir freuen uns dieser Nacht, dass die Judenpatsch es flucht auf unsere Lust, missgönnt die Freiheit uns, die es entbehrt. O doch soll dein verstocktes Volk erheblich unser Vergnügen mehren. Bringt die Schalen, die prächt'gen Schalen, die mein Ader beutet in größten Heiligtum Jerusalems. Die Schalen füllt mit Wein, wer daraus trinkt, er preise unsere Götter. Thank you.
Ritter wendet sich zum Aberwitz der Juden. Das ist zu viel. Die Faselei mag halten, weil man ansteht, die kindisch sind. Der Fürst in keinesfalls, die so wie du durch Weisheit ist berühmt. Auf zu dem Fest! Nicht länger hab ich Zeit für nichtiges Geschwätz. Wenn sie gehört den Göttern und der Lust. Bedenk, was uns weckert,
Thank you.
schalen leer. Trinket auf ihn die Schalen leer, der trank, er macht den Spender leer. Der Trank, er macht dem Spender hier. Was dieser hat, den Trank des Schwer, der ihm genuss noch süßer wird, die Schalen fehlt, der Wein, des Götter gleich dem Menschen sein. Unser Reich zu Staub verweht. Doch wer ist in diesem Kreis? Thank you.
ihr Weisen, immer sehe ich euch gern, und heut erst recht, da ich euch brauch. O, heilet mir den kranken Geist mit eurer hohen Gunst. Wer diese Schrift entziffert und mir deutet, ihm sei ein Purpurkleid sogleich verliehen. Ich leg ihm selbst die goldene Kette um, die ihn als Dritten herrschen lässt im Reich. Daniel, jüdischer Gefangener. Man erzählt, dass du ganz ohne Mühe ein jegliches Problem aufzulösen verstehst. Wenn du die Schrift mir liest und mir erklärst, häng ich dir um den Purpurmantel und den Schmuck aus Gold, dass du als Dritter herrschest neben uns. Schmäht es Frevel
deut in dir. Und du, den er betrifft, versteh ihn gut. Von ihm kam diese Schrift, aus seinem Willen die starken Worte. Mene, Mene, Tekel.
nicht Feinde dort als den Tyrannen, wenn er nur fällt, dann sind wir schon am Ziel. Ihr Freunde, hört, die Schwede halten rein vom Mord und Rache. Ich setze diesen Menschen verirrten Schafen gleich und mich dem Hirten, der Ehre sich erbarmt, damit sie leben, nicht untergehen.
Stirn, Babylon ist aus. Cyrus ist da, der Palast erobert. Jedoch vor
Wünschen schon fast erfüllt hast. Für den Rest